bin Ja, dann hörst du das ja, ich Quietschen sag selber. Hallo zu meinem YouTube-Kanal. Ah, warte mal, ich wollte dich sowieso was fragen, bevor ich hier jetzt anfange. Wir sind eh schon live auf Twitch, also fragen nichts Ja, das ist Privates. gut, das ist gut. Das heißt, die Leute, die auf Twitch zuhören, können das eh auch sehen. Wollen wir ein Erklärvideo machen, wie das Spiel überhaupt funktioniert? Warum sollte ich das machen? Ich weiß es nicht, vielleicht willst du das machen. Ich habe mir gedacht, wenn, dann sollte ich es mit dir machen, weil du das Spiel ja kennst, im Gegensatz zu mir. Warum willst du das nicht alleine machen? Ich meine, du Wenn ich es kennst ja jetzt alleine, die Regeln auch naja, oder den Ablauf. nicht wirklich. Ich habe mir gedacht, vielleicht möchtest du ja mit mir gemeinsam. Die Wobei, Antwort ist. das hätte ich sowieso nur gemacht, wenn ich genügend Leute finde, die auf meinem YouTube-Account die Abstimmung dazu mit ja, ich möchte das unbedingt hören, abstimmen. Ich werde zu dem Video werde ich eine Abstimmung machen, so nach dem Motto, ja, ich brauche unbedingt ein Erklärvideo, wie Gloomhaven funktioniert. Und ich habe mir Okay, gedacht, du. dann warte ich die Abstimmung ab. Ja, Nein, ich habe mir gedacht, ich bin nicht wenn sehr zehn Feuer Leute und Flamme dafür, dafür, eben weil das wenn zehn Publikum Leute dafür sind, dann mache ich sich das. entscheiden wird. Ich glaube, so viele Leute schauen sich nicht einmal die Videos an bei mir. Also so gesehen Ja, so ist ist die Chance recht klein, dass wir es machen es. werden. Okay, gut. Habt ihr eure Züge schon gemacht jetzt und ich muss nur noch meine machen oder Wenn wie? ich Weil schaue ich habe mich jetzt ja gerade schon nur das. reinbewegt. Also den Bewegungsbefehl habe ich schon gemacht. Den Siehst du die Angriff habe ich Notes unten offensichtlich rechts, nicht gemacht. René? Was? Siehst du die Notes unten rechts? Wir sind mitten im Zug. René ist dran. Genau Er das. ist mit Movement 4 von Impeding Corruption. Bla 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 bla. Ja. Ach so, stimmt. Ich war mir nicht ganz sicher, wen ich mit dem plus 2 betreffe, weil ich habe für zwei Angriffe noch ein plus 2 von der einen Genau. Karte. Also du greifst einmal mit 5 an und einmal mit 3. Genau. Und warte mal, das sind Und vergiss nicht, sie. deinen Cloak nachher zu aktivieren, damit ich angegriffen werde und nicht du. Ich überlege, nein, ich wollte eigentlich angegriffen werden, damit die zweite Karte rausfällt, Das wird aber heavy. obwohl, warte mal, ich So. werde ja nur noch einmal angegriffen von der Kanone, oder? Du wirst in dem Zug von einer Kanone erreicht, genau. Und im nächsten Zug, je nachdem, wann du dran bist und wann die anderen dran sind. Aber du bist derjenige, auf den sie alle den Fokus haben momentan. Okay, vielleicht mache ich das doch mit dem. Ich werde, glaube ich, doch den. Du bist zweimal immun halt in Angriffe noch. Wenn ich ihn jetzt aktiviere, bin ich bis zum Ende meines nächsten Zuges quasi. Das heißt, ich müsste möglichst spät drankommen. Okay, das ist eh eine 80er Karte, die ich dann spielen. Ach so, nein, Blödsinn. Will ich die Karte überhaupt spielen nächste Runde? Ich möchte nur sagen, Guards war kein Schaden jetzt, aber sie machen Poison. Was machen Die sie? Guards sind nicht mehr dran. So. Es ist der Stand in der Runde gerade so, dass der René jetzt mit Initiative 70 drankommt. Die Guards waren schon dran und 71 gleich So, warte mal, anschließend kommen was noch sind die Kanonen dran das? und dann ist die Runde fertig. Artillery, Guards und das sind die Archers. Die sind mit 5 und 7, die Archers. Sind das. Oh nein, ich habe nur einen Archer, nämlich den 1er Archer. Der hat 5 Lebenspunkte. Okay, den würde ich mit plus 2 angreifen mal. Und bei den Ich glaube, Bandit dass es am Guards. sinnvollsten ist, die Bandit Guard 5 auch mit plus 2 anzugreifen. Der hat noch 3 Leben, dann gehst du sicher, dass du sie killst. Oh ja, sicher nicht, aber die Chancen sind sehr hoch, dass du sie wirklich killst. Gut, das heißt die 5er und den Bandit Archer 1 greife ich mit 5 an. Da habe ich eine gute Chance, dass ich beide kille. Und den Bandit Guard Entschuldige, 4 mit Fehler, 3. Fehler. Bandit Guard 4 hat 3 Lebenspunkte und Ja. 5 hat noch 6. Andersrum also. Achso, nein, das ist die Artillerie. Und das sind die 3 und 6, ja. Okay, gut. Machen wir das so, ja? Dann greife ich gleich einmal den Archer an, oder? Ja, mach mal. Ja, mache ich mal. Mit plus was mit 5 Welchen? oder? Was? Achso, Mit es ist nur einer da. fünf, mit 5. Ja, genau. Cool. Wo ist F da? Ah, super. Idiot.
Die machen viel Oh, okay, er Schaden. hat es genau überlebt. Genau. Echt? Ja, ich mach viel Schaden. Nein. So, Ach dann. so, der hatte. Wie viel hatte der? Der hatte 5. 5. Nee. Jetzt so viel rum. So, und dann den Bandit Guard 4, auch mit plus 5, also mit 5. Stopp, 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 stopp. Ha? Bandit Guard 4, da hättest du Disadvantage. Wieso? Er ist direkt neben dir, das ist der Fernkampfangriff. Ach so. Aber andererseits, du hast Target halt 3. doppelte Chance, dass du einen Patzer erwischt. Alles andere killt ihn sowieso. Kann man noch Stein. riskieren. Ach so, ich könnte auch Das. den Bandit Archer 1 Warte angreifen. mal, René, wenn du trotzdem Es den gibt nur Bandit. einen Bandit Also Bandit Archer, Archer wenn es Elite anders geht. 1, meine ich, Ja, aber Entschuldigung. wenn du den Bandit Guard 4 angreifst, hast du halt eine 10% Chance statt einer 5% Chance, den Patzer zu ziehen. Das, aber alles andere killt ihn ja immer noch. Ja, okay. Mache ich trotzdem. Auch mit Disadvantage. Okay. Dann Du, greife da ich stimmt den. was nicht. Was? Entschuldigung. Da ist. Ach so, na, ich hab's übersehen. Das eine ist schwarz, deshalb habe ich es nicht gesehen. Ja, Passt schon. ging mir genauso an, übrigens, im ersten Moment. Okay. So, warte mal. Und da gehe ich jetzt eins weiter quasi. Ich gehe da überhaupt gleich zwei weiter und gehe dann auch da die Punkte gleich eins auf. Oh, wir haben zwei Bandit Archer 1, das sollte Ja, eigentlich nicht sein. genau. Das ist Ja. mein Fehler. Aber Ja, das aber werde ich das ist wahrscheinlich okay. umstellen noch. Das ist deswegen okay, weil der Weil er eh gleich Elite-Archer an mir hat weg den ist. gelben Counter. Ja. Deswegen ist es nicht so dramatisch. Okay, was tust du da? Er gibt einen anderen Archer, ja. Den Es Zweier. wäre Und besser, den das ist Elite-Archer der. zu ersetzen. Ach so, na Schon gut. passiert. Okay, gut, dann greife ich jetzt einmal den Bandit Guard 4 an. Es kommt sicher der Patzer. So, ich hole mir mal meine zwei Karten. Dann mache ich Flip und Flip und habe zweimal plus 1. Yay! Okay, Du hast ihn super. vaporisiert. Ich habe ihn Sechs Schaden gemacht. vaporisiert, genau, 6 Schaden. Er ist weg? Ja, der ist weg. Wow. Cool. Tatsächlich hätte ich auch den Bandit Guard 5 damit gekillt, oder? Mist. Ach, geh bitte. So, und den Bandit Guard 5 greife ich jetzt natürlich noch mit einem Dreierangriff an. Und habe ein minus 2, ist eh Den klar. hättest du nicht gekillt, weil er eine Weil er Rüstung ein hat. Schild hat oder so irgendwas, Und ja. damit kriegt er jetzt null Schaden von dir. Okay. Das ist tragisch. So. So, ich krieg für Du kriegst drei jeden Erfahrungen. noch 3 Erfahrung. Und bin dann auf 6. Pluff. Das Feuer haben wir schon gemacht. Und die Karte verlierst du. Die andere wird Karte discarded. geht weg. Ah ja, die geht auch weg, ja. Hast du dir auch noch die Erfahrung genommen für den einen Angriff? Die geht weg. Du kriegst noch Was? eine Erfahrung auch für den Bonusangriff. Da ist der Marker noch über ein Erfahrungsfeld drüber gegangen. Ja, das habe ich mir schon genommen. Also insgesamt vier Erfahrungen jetzt für das, was du Das getan habe ich hast. mir schon genommen. Und jetzt ist die Frage, ob du den Cloak aktivierst oder So, ich nicht. überlege gerade, was meint ihr? Soll ich das machen oder nicht? Hängt davon ab, wie früh du im nächsten Zug dran zu sein planst. Oder besser gesagt, ob einer von den beiden Tanks vorhat, im nächsten Zug sehr früh an dir vorbei in den Raum reinzustürmen und den Fokus auf sich zu ziehen. Ich sage es Komme gleich ich zur hin? Information, ich bin, wie heißt der Ausdruck, wenn man sich nicht bewegen darf? Also ich bin gehandicapt im nächsten Mobilized. Zug. Ich bin immobilized, ja. Also ich bleib da stehen, wo ich bin. Okay. Ich werde es ihm sagen. Was macht Wound eigentlich? Immer wenn du dran bist, einen Lebenspunkt verlieren. Also de facto einen Lebenspunkt pro Runde verlierst Okay. du. Ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich das kann. Wund kommt automatisch weg, wenn jemand heilt wird. Okay, ich hoffe nicht, dass die noch geheilt werden, nachdem ich ihnen eine Wunde gegeben habe. Okay, der ist direkt der neben mir ist weg. Das Problem ist, ich kann maximal bei 36 dran sein. Achso, Entschuldigung, das darf ich nicht sagen, gell? Tut mir leid.
Werdet ihr sehr früh dran sein oder eher spät? Ich werde wahrscheinlich relativ früh dran sein, um im Notfall mich schnell heilen zu können, weil ich habe nur noch 3 Lebenspunkte. Ist Okay. mir ziemlich egal, wenn ich dran bin. Ich werde auf jeden Fall eine Bombe auf eine Kanone werfen. Ach siehst, das könnte ich, das werde ich auch machen vielleicht. Hast du eine Ich Bombe? habe noch eine Bombe, Ah ja. ja, Hartmann hat auch noch eine. Ich habe noch Ich habe noch zwei. zwei. Ja, wieso Also haben wir so eine viele Bombe, finde ich, eigentlich? sollten wir uns auf jeden Fall noch aufheben. Wenn er weiß, was noch irgendwie kommt, wo man die Bomben brauchen muss Ja, oder du, wir haben sollte. gemeinsam haben wir noch 4 Bomben und Ja, ich sehe es gerade. und zwei könnten wir jetzt vielleicht einsetzen. Wir könnten sogar drei einsetzen. Wir könnten eine Kanone richtig fertig machen mit 2 Bomben. Mit einer Bombe könnte man sogar, normalerweise könnte man sogar eine Bombe mit einem fertig machen, nehme ich mal an, oder? Nein. Nicht? Die Kanonen halten viel aus. Die haben 9 Ja, die Lebenspunkte. haben neun Lebenspunkte Und die sogar. Bomben machen 4, 5 Schaden, oder? Oder 4? Angriff 6. 6 6 Schaden, sogar. okay. Einfach mal Ja, 2. okay. Weg. Nur mit Ja, einem genau. Man X2 muss ist weg. den mal 2er nur finden. Na okay, dann aktiviere ich meinen Cloak. Ich würde versuchen, spät dran zu kommen. Nächsten Zug, weil. Was ist eigentlich, wenn ich als Unsichtbarer im Weg stehe? Du giltst das für Monster, giltst das Obstacle. Das ist die Regel. Das Das heißt, heißt, wenn die ich als Bannerguards kommen Unsichtbarer nicht vor durch zu dir mir. stehen bleib, dann kommen die gar nicht zu dir. Der Bannerguard nicht, richtig. Okay, ja, dann ist das noch besser. Sag Ich habe mal, hier es Invisible ist Marker ja. draufgelegt. Nee. Ja, danke. Spellwiecher. Ja? Hast du vor, hier stehen zu bleiben oder dich wegzubewegen? Soll ich mich wegbewegen? Ich muss schauen, dass ich irgendwie in den Raum reinkomme. Besonders früh kann er sich nicht wegbewegen, das hat er schon gesagt. Ja. Na, dann werde ich mich relativ spät in den Raum hineinbewegen. Gut, naja, ich werde mich schon versuchen zu bewegen. Ja. Sehr spät kann ich nicht in den Raum rein. Aber mal sehen. Wie weit Na, kann man die ich. Bomben werfen, haben wir gesagt? 5 Felder? 4 Vier. Felder. Vier Felder. Ja, das geht sicher aus. Eins, zwei, Du hast hier auch eine, du drei, müsstest dich gar vier. nicht Ja. bewegen. Ja. Ja, Hast du noch nein, viele aber ich Leben? überlege gerade, vielleicht bewege ich mich trotzdem. Ich überlege nur gerade, wo der beste Platz dann sein wird. Also ich könnte trotzdem rein. Es wird sich schon ausgehen. Warte, bevor wir weiterbauen, mache ich Wenn du mal die stehen bleibst. Kanonen, Ja, die was jetzt ist denn? dran Wissen, sind, ob du dich bewegst oder es wollen ja stehen vielleicht noch bleibst. mehr rein, außer dir. Die Ancient Ja. Artillery Elite 3 wird Aha. mich fokussieren, nachdem der René unsichtbar ist und ich bin genau in Reichweite. Ich bin 5 Felder weg, ich glaube, der hat 5 Reichweite, ich schaue mal nach. Jo, genau in Reichweite. Ja, Angriff ist nicht modifiziert, sie hat Angriff 3. Ui, die kann mich killen mit Scheibe. Da habe ich Kann nicht dran jemand gepasst. Windenergie brauchen? Bei mir könnte jetzt Windenergie entstehen. Ja, Ich ziehe tatsächlich mal mache eine ich auch Karte für die Ancient Windenergie. Artillery. Ja, mach das. Okay. Vielleicht hätte ich mich doch nicht unsichtbar machen sollen. Ich habe Glück gehabt. Sie fügt 2 Schaden zu. Ich habe noch 3 Leben und ich nehme den Schaden. Ich gehe auf 1 runter. Wie? Du hast noch ein Leben? Wie ist das passiert? Naja, ich habe. Da ich als Erster in den Raum rein bin, letztes Mal habe ich ordentlich Schaden einkassiert von allen. Ich Das kann hat dich jetzt mit der. heilen, wenn du es So, brauchst. ich kann mich selber heilen und ich werde es auch machen im Kognitivbildung. nächsten Zug. Die Kanone Elite 4 schießt auf niemanden, weil niemand in Reichweite ist. Und das waren die Kanonen. Und damit ist diese Runde abgeschlossen. Alle waren dran. Du Feuer und Erde um 1 runterschieben auf Waning. Außerdem überlegen wir uns, ob irgendjemand rasten will. Ich nicht. Obwohl ich riskiere, jetzt diese Runde zu sterben, also nicht zu sterben, aber Karten zu verlieren, um zu verhindern, nur auf 0 Hitpoints zu fallen, wenn die Monster vor mir dran sind. Aber das riskiere ich. Es fängt da schon wieder einer an zu pfeifen, gell? Ja, das ist der René. Es tut mir Das leid. ist
Das heißt auf Deutsch übersetzt, Michi, wir ändern es nicht, aber wir weisen die Schuld zu. Ja, Klaus, das hoffe ich auch. Klaus. Push the Dog für eine nette Geschichte. Ja, René, überleg dir, ob du Push to Talk machst bei TeamSpeak. Ich habe es auch eingestellt, es ist mühsam, aber Okay, bei mir hört man wartet auch den mal, Hall, muss ich zu aber es TeamSpeak geht. kurz rüber. Was muss Ja. ich, wo war das Bei den nochmal schnell bei Optionen Extras, gibt gell, und es den Optionen? Okay, mache ich. Wo ist das da? Weil. Hört ihr mich jetzt? Ich habe dich Gut. gehört, René. Ja. Und jetzt hört ihr mich natürlich nicht mehr. Es werden übrigens alle So. Monster Attack Modifier Decks gemischt. Die haben alle drei das Mischsymbol. Ich mache das mal. Hört man es eigentlich jetzt noch piepsen bei mir? Momentan nicht. Auch nicht, wenn ich jetzt spreche? Nein, da auch nicht, Ganz nah, komischerweise. ganz leise wäre es im Hintergrund. Finde ich gut. Ja. Das ist vielleicht gar nicht einmal so blöd, dann kann ich dazwischen irgendwas Dummes auf YouTube sagen, das ihr nicht hört. Nein, glaube ich nicht, aber ist wurscht. Was machen wir jetzt? Jetzt quietscht es doch wieder. Ja. Aber ich habe nicht gepusht zu talken. Also jetzt pushe ich natürlich zu talken, aber. Jetzt lustig, weil es geht weg, wenn du redest. Hallo Ah, schön, Klaus, das freut schön, dass mich. es ausgeht, dass du reinschaust. Du, hast du TeamSpeak? Lässt sich aber ganz leicht und schnell installieren, weil dann könntest du bei uns mithören. Also ich, achso, du hörst eh, okay. Cool. Das sind die Wunder des modernen Internetzeitalters. Naja, weil du nur zuschaust und nicht mitspielst quasi. Als Mitspielender, glaube ich, ist es motivierender, interessanter als Charakter. Übrigens, Andi, Ja, wir sehen genau dasselbe. man hört dich Das, was du telefonieren. siehst, sehen wir auch. Nur, dass wir uns halt auch hören oder du hörst eh alle, genau. Na gut. Könnten wir uns bitte im Internet nicht schnäuzen? Ja. Naja, es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile es geht eigentlich leicht. Man kommt da ziemlich schnell rein. So, ich würde sagen, Na, fangen wir mit der nächsten Umrunde jeder hat eine an. Farbe. Ich bin der Blaue zum Karma, bist du auch Beispiel. fertig mit Ich deinen? muss noch eine Karte auswählen. Ja, das. Ich kann machen, dass sich der Bildschirm mitbewegt. Ich kann zoomen und so. Aber in der Regel, wenn ich nur die Maus bewege, bewegt Übrigens, sich auch René, wir nicht hören der dich die Tisch, sondern ganze nur die Zeit, gell? Hand am Ihr Tisch. hört's mich die ganze Zeit? Aber du, Entschuldige, das ist Andi. kein Ding, wenn. Andi. Ach Ja, so. ich weiß, weil ich am Handy telefoniere mit dem Klaus. Okay, tschüss. Baba. So, ich bin wieder ganz bei euch. Ich werde Es mich jetzt ist übrigens in den Raum reinbewegen und werde ein eine Bombe sehr werfen. Und multimediales ja. Zeitalter, in dem wir hier sind. Wir Ja. telefonieren und streamen gleichzeitig. Alles passiert hier Naja, auf ich schaue einmal. mir auch einen Film an daneben, aber Gott sei Dank wird da der Ton nicht so mit hineingespielt in TeamSpeak. Und die Martha, die immer zum Spielen kommt, also am Mittwoch zu mir, mit uns, ich sitze noch mit ihrem Smartphone immer noch daneben da und spiele mit irgendjemandem eine Schachpartie. Neben dem, was wir so an Spielen noch machen. Okay. Ist möglicherweise irgendwann mal ein Verrücktes Overkill. Zeitalter, ja. Ich würde auch meinen. Aber die ist so schnell unterwegs. Andi und René, habt ihr vor, jemanden anzugreifen in dieser Runde? Ja, Also ich greife sicher die jemanden an. Engine Artillery Okay, dann gebe ich euch einen Angriffsbonus, Elite dann mache ich 3. das. Alles klar.
Ist okay. Bist du sehr früh dran? Ja, Ich bin früh dran, ich bewege mich rein. Ach okay. so, verstehe. Hartmann, du gibst Angriffsbonus. Ja, aber nur, wenn ich vor dir dran bin. Ja, ich werde relativ. Kann, muss aber nicht zu früh dran sein. Ich will nur Platz haben, um reinzukommen. Deshalb dachte ich mir, ich gehe früh rein. Also, du wärst ganz recht, wenn du nicht super früh dran bist, weil dann kann ich dir diesen Angriffsbonus geben. Okay, na dann komme ich ein bisschen später dran. Ich bin jetzt mittelspät dran. Okay, dann haben wir Ah, alle. Wir können aufdecken. warte mal, warte mal. Dann will ich vielleicht auch später dran sein. Weil ich Je habe später du jetzt. dran bist, desto länger wirkt halt deine Ja, Unsichtbarkeit noch. genau. Gleich, ich schaue mal nur ganz kurz meine Karten an. Okay. Ja, gut, ich tausche die Karten auch aus. Gut, dann bin ich später dran. Und zwar um einiges später. Also wenn einer von den Fernkämpfern vor meiner Initiative dran ist, dann schaut schlecht für mich aus. Ja, das stimmt. Schauen wir mal. Das Kann ich aufdecken? könnte, du musst wirklich ganz früh Ja, ich glaube, wir drankommen. können Ja. aufdecken. Okay. Oder? Ja. Ich hab schon. Ich habe 17. Das ist gut. Ich bin später, ich habe 51. Gut, also ich habe 83. Und ich kann mich so gut Nein! bewegen. Nein! Du Kommst sagst nicht rein, Michi! mittelspät. Was ist mittelspät bei dir? Doch nicht 83. Ja, naja, Ich. nein. Ich hab, der Hartmann hat gerade vorhin gesagt, ich soll möglichst spät jetzt sein. Nein, später. Ah. Nicht möglichst spät. Okay, wurscht. Huh, Es tut danke, mir Archers leid. und Gar, dass ihr so spät dran seid. Bin ich jetzt im Weg, gell? Tut mir leid. Mist. Dezent. Ach so, du bist bei 75, gell? 75. Sehe ich gerade. Yay, ich bin vor den Alle Mobs sind dran. spät Das ist mir dran, sehr ja. wichtig. Okay. Also mittelspät ist bei mir so 70. Oh, 70 ist schon ziemlich spät. Nein, ich Dann hatte fange ich mit vorhin ja meinem auch Zug an. andersrum das gestellt. Mist, es tut mir leid. Naja, passt schon. Es ist, Hartmann hat reingepusht, das passt schon. Ich gebe ihm einfach die Ich Schuld. verwende, genau, ich bin Das schuld. ist Ist okay, okay. das damit lebe ich auch ganz gern Ich und gut. verwende die obere Hälfte von Restorative Mist, um mich selber zu heilen. Ist eine Heilung von 3, aber weil ich meine Potables aktiviert habe, heile ich mich um 5 und kriege eine Erfahrung. Und dann wird die Karte discarded, also ich werde mir die 5 dazugeben. Außerdem habe ich aktiviert die untere Hälfte von Enhancement Field. Hartmann, nein, die Karte wird noch nicht discarded, gell? Die, der Nein, Chip nein, Band. nein, Restorative Mist wird discarded. Potent Potables Ja. ist dann noch aktiv, das ist mir bewusst. Genau. Und die untere Hälfte von Enhancement Field bedeutet, dass alle, die jetzt, Blödsinn, alle, die benachbart sind in dem Moment, wo sie angreifen, nur, also nicht alle, die jetzt benachbart sind, das habe ich nachgeschaut schon, weil ich mir die Ich Karte. werde nicht neben dir Ja, aber stehen. der René, ich Oder hoffe, vielleicht dass der René schon. den Bonus kriegt. Kann der Also René alle. von der Push-to-Talk-Taste runtergehen, weil es pfeift jetzt gerade rein? Ja, Entschuldigung. Danke. Nein, das war wahrscheinlich von mir, weil ich jetzt länger meine eigene Push-to-Talk-Taste gedrückt hatte. Ich nehme Um an, dass genau das zu von sein, mir habe ich kam. meine Push-to-Talk-Taste nicht wirklich gedrückt, erst jetzt. Okay, egal, ich wollte es noch fertig sagen, dann setze mein Heil eh los. Alle, die neben mir stehen, wenn sie in dieser Runde angreifen, kriegen einen Bonus von plus 1 auf ihre Angriffe. Bitte berücksichtigt das in dieser Runde. Außerdem ist mein Disabled jetzt weg und mein Zug ist beendet. Gut. Gut. Dann kommen aber jetzt die Typen dran, oder? Irgendwie höre ich euch jetzt nicht mehr. Kann das Weil wir sein? nichts Also ich sagen. habe 54, 75. René, du hast 83, oder Ja. stimmt das? Ja, ich bin das Und du, Michi, Letzte. hast 75? Zuerst die Archer, dann die Artillerie, dann der Brute und dann die Guards.
und dann die letzten beiden. Archer, Artillerie, Brute und die haben plus 1 Attack, die Archer. Und der eine hat sie überlebt. Die werden beide mich angreifen. Au, 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 au. Ja, das ist wahr. Da habe ich mich nicht genug geheilt für dich. Bist du dann aus der Szene raus? Ich glaube, ich bin aus dem Spiel raus. Nein, aus dem, wo man gerade sieht. Das ist nicht gut. Nein, ich kann ja Karten opfern, um es zu überleben. Ah, ja. Das werde ich wahrscheinlich in diesem Zug auch machen. Das ist ja bei mir, ich habe ja viele Karten. Das ist nicht angenehm, aber das kann ich im Notfall tun. Okay, wir fangen mit dem Elite-Archer an. Der hat mich als Fokus und in ich Reichweite. Ziehe Karte. Ich ziehe eine Karte. So, Elite-Archer, ja. Jo. Wird sich der noch noch bewegen eigentlich? Lass die Karte daneben liegen, Michi. Michi, daneben hin, dass wir uns merken, dass wir mischen. Mischen. Müssen. Mhm. Es ist auch noch der Mal 2 übrigens bei den restlichen 6 Karten jetzt dabei. Das ist auch möglich. Aber der Elite-Archer hat gepatzt. Das ist urwichtig. Okay. So, Dankeschön. Dann der nächste ist der... Wieso hat der Elite-Archer? Wie meinst du das? Weil der Michi den Crit-Fail gezogen hat. Ah, alles klar. Okay, dann macht er eins mit einem Leben machen. Der hat Angriff 3, also 2 plus 1 durch die Karte. Das ist immer noch gefährlich. Er hat Angriff 3. Okay, ich zieh mal, ja? Bitte. Plus 0. Sind schluckig. Okay. Das heißt, du hast noch 3 Leben, oder? Ja, genau. Jetzt ist dran. Das waren die Archer, jetzt sind die Kanonen dran. Genau, die Artillerie. Die geht leider auch auf dich. Nein, die geht auch auf dich. Der Mensch plus 2? Das habe ich nicht gesehen. Die erreicht mich jetzt. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. Und greifen mich beide an. Ja. Ja. Aber wieso dich? Wieso gehen sie nicht auf den Spellweaver? Der ist unsichtbar. Ich bin unsichtbar, ich bin ein Feigling. Genau, also ich ziehe mal eine Karte. Ja? Für die sie haben Angriff 2 alle beide. Weil sie jetzt 3 minus 1 sind. Okay. Mal, ja. Plus 0. Schluckig. Nächster. Wie viel haben sie Angriffswert? Sie haben 2. 2, genau. Nein, 3, weil sie Elite sind. 3 und minus 1, weil es auf der Karte steht. Also 2, also genau. Ja, genau. Okay, dann so, Achtung, ich drehe die nächste Karte um. Minus 1. Ja, das ist ein bisschen ungut. Ich muss deine Karte verlieren. Ich bin nur noch auf einem Leben und würde auf 0 fallen, egal wie viel er macht. Und ich werde eine Karte mir aussuchen und dir auf den Lost-Stapel geben. Aus meiner Hand. Ich komme nicht auf den Discard, sondern auf den Lost-Stapel. Klaus, du weißt doch, wie ich klinge, wenn ich verzweifelt bin. Ich bin davon Meilen entfernt. Du, die kommt auf den Lost-Stapel, nicht auf den Discard-Stapel. Ja, die ist lost. Ja. Autsch. Der Raum ist echt unangenehm. Ja. Ja, ich wäre früher dran gekommen. Dann wären sie auf mich losgegangen. Du, es ist okay, ich habe jetzt 2 Runden halt den Schaden getankt. Soll sein, ich werde möglichst bald wieder heilen und sonst nie wieder schauen, dass ich im Fokus oder in nächster Zeit nicht im Fokus von irgendjemandem bin. Also die Karte, die ich verloren habe, liegt jetzt oben auf meinem Lost-Stapel. So, fast jetzt. Dann, oder? Ja. Nein, der Guard. Oder? 55. Nein, ich habe. Wie viel habe ich? Ich habe 54. Der hat 54, der ist vorher. Okay, gut, das ist 54. Okay, passt. Alles gut. Ich habe jetzt verwechselt mit der 83. Alles okay, ist gut. Ich werde jetzt zuerst einmal einen Move 3 machen. Und ich denke, ich werde mich. Wie macht man das, dass man Pfeilen macht? Was war das für eine Taste? Du kannst auch einfach nur drücken. Ziehen. Wie macht man die Pfeil? Tabulator kurz drücken. Ach so, genau. Wow. Warte, ich überlege nur, ob ich da runter gehe oder darauf. Ob ich näher zum Bogenschützen gehe oder. Du springst auch. Also du kannst über alles drüber. Ja, ich überlege nur, wo ich hingehe.
Warte mal, wer greift noch an? Aber also, die Archers haben schon. Die Guards werden noch an sein. Bewegen sich die Guards? Warte mal. Die Guards bewegen sich. Bewegen ein sich, Feld. Genau, ein Feld. Zwei Felder. Drei minus ein Feld. Eins. Ein Feld. Nein, zwei. Sie haben zwei Bewegungen. Minus eins ist eins. Sie haben drei Bewegungen. Das ist. Nein, das ist Attack. Bei Elite. Ich rede jetzt von dem Bandits Guard 5. Ja, der hat Bandit Guard Bewegung. 5 hat zwei Bewegungen, weil er. Drei Bewegungen von vornherein. Dann der hat rechtliche. Der ist und ein normaler minus, Guard und normale ja. Guards haben Bewegung 3. Die Elite haben Bewegung 2. Bewegen ah, zwei. Entschuldige. Ja, ja, ich sehe schon, Entschuldige. Allerdings muss ich dann dazu sagen, das ist ein normaler Guard, deswegen hat er auch kein Shield. Oder hatte der letztens durch die Karte du ein Shield? Du hast den Elite angegriffen. Wo ich habe den Elite nicht angegriffen. Zwei. Es gab da keinen Elite da. Nur ah, du der hast recht. Elite ja, Archer. Er muss einen Schaden kriegen. Du hast recht, René. Das haben wir ja. nicht verpfuscht. Ich sehe schon, Entschuldige, ich habe die Karte auf Level 0. Also Guard 5 das ist nicht auf 6, sondern auf 5 Lebenspunkte. Mhm. Dann hat der René einen Schaden zugefügt. So. Oh, von welcher Richtung? Ich werde darauf gehen. Entschuldige, du hast übrigens vollkommen recht, ich habe auf naja, Level 0 geschaut. Aber wenn du da hingehst, wird dich der Guard angreifen. Wenn du oben bist, erreicht er dich nicht. Da greift er dann niemanden an. Ja, aber er kommt, selbst wenn ich da runtergehe, erreicht er mich. Kommt er halt her zu mir. Da, wo ich den Pfeil gegeben habe, da erreicht er dich nicht. Und wie soll er dorthin hüpfen? Also komme ich ja nicht hin. Wieso, du hast Bewegung 3 und kannst so. Springen. Ah ja, ich kann da rauf springen. Du hast recht, ich gehe gleich rauf. Du hast vollkommen außerdem recht. Freut sich der Archer nicht, wenn einer direkt neben ihm steht. Nein, du hast vollkommen recht. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass ich da rauf kann. Außerdem ist dann die obere Kanone in Reichweite deiner Bombe. Aber ich kann da nicht drauf, sehe ich gerade. Weil es ist ja dann Bewegung 4. Es waren 3 Punkte jetzt. Nein, das ist Bewegung 4. Ich zeig dir die Felder an, die du hast. Es sind 3. Warte mal. So. 1, 2, 3. Schau mal, ich muss 1, über den Dinkerer. 1, 2, 3. Ja, Dinkerer, ah, über ja, das sind Loch 3. Und daher. Über das Loch, das ist vollkommen recht, ja. Nein, dann gehe ich darauf, das gefällt mir gut. Hier gehe ich hin, genau. So, das war das Erste. Und dann werfe ich auf diese Elite 4 Artillerie werfe ich eine Bombe. Da werfe ich die du Bombe. Du wirst im. Achso, nein, der Fokus ist ja eh wurscht, weil die waren alle schon dran, diese Runde, ja? Und das heißt, ich nehme eine Karte, drehe sie um. Ah, ich habe sie in die Hand genommen, Entschuldige. So. Und ich mache nichts, oder? Oder was heißt das? Du musst sie umdrehen. Du musst sie erst umdrehen. Achso, ich dachte, ich hätte es. Ah, plus eins. Cool. Gut, dann machst du 7 Schaden. 7 Schaden. Und wow. Das ist die Vierer. Das heißt, 2 sind noch übrig. Ja, genau. Und die Vierer war das. Ja, gut. Es sind 2 zu viel, aber ist so. Die Bombe hast du weggegeben? Die habe ich weggegeben, ja. Aber ich gebe sie noch weiter weg. Und beide Karten sind discarded. So, wo soll ich sie hingeben? Ich lege sie daher, oder? Gibt es irgendwo eine Sammelstelle? Ja, leg sie da dazu. Das war mein Zug. So. Der Guard hat mich als Fokus. Das heißt, er kommt näher, oder? Nein, 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 nein. Er hat mich nicht als Fokus, weil ein Obstacle vor mir steht. Er hat den Andi als Fokus. Weil das der einzige ist, den er erreichen kann. Oder der überhaupt erreichen könnte, irgendwann mit. Wenn er aber eine er erreicht Bewegung nicht. Hat. Es ist wurscht, er bewegt sich in deine Richtung so. Aber da sind auch lauter Obstacles dazwischen. Nichts für ungut. Das sind ja diese Pins. Ah ja, nein, du hast recht, weil der Bandit Archer, durch den kann er sich zwar durchbewegen, aber da kann er sich nicht hinbewegen. Also er hat überhaupt keinen Fokus. Er hat niemanden von uns, wo er hinkommen könnte momentan. Mhm. Das heißt, er bleibt stehen und macht nichts. Mhm. Bleibt er wirklich stehen? Ja. Wenn er keinen Fokus hat, bleibt er stehen. Dann macht er nichts. Und er hat keinen Fokus. Der René ist unsichtbar. Der ist ein Obstacle. Ja. Damit ist alles, was hinterm René ist, für ihn auch nicht zu erreichen. Nämlich konkret ich und
und du, Michi. Und der Andi, der jetzt im Raum ist, steht hinter Obstacles und das einzige Feld, wo er hinkäme, der Guard, um ihn zu erreichen, wird von Bandit Archer Elite 1 besetzt. Damit kann er ihn auch nicht erreichen und hat ihn auch nicht das Fokus. Er hat niemanden von uns das Fokus und das war sein Zug. Und damit seid ihr beide dran, auf der anderen Seite des Tisches. Das ist ich. Ja, genau, ihr habt es ja so geplant, dass du vor dem René dran bist. Das haben wir gut Also ich gemacht. verwende die untere Movement 2. Von Unstable Upheaval. Ja. Die Attacke verpufft. Kommen zu. Au. Okay, das ist nicht so gut, ne? Soll ich machen? Na gut, René, wir hoffen, dass du viel machen wirst. Naja, also ich kann mich mit dem Ride the Wind relativ gut quasi überall hin bewegen in dem Raum und das werde ich auch machen. Übrigens, apropos, Andi, du hast irgendeine Energie im Raum initiiert noch mit einer Karte von dir. Eine Windenergie, ja. Na gut, das macht dann keinen Unterschied, weil das macht der René jetzt auch. Ja, Okay. Ja. ja. Und die Dann warte mal in Feuerenergie brauche ich Natur. wahrscheinlich auch. Ciao, Klaus. Ich würde den Flame Servus, Klaus. Strike machen. Ich krieg Ganz durch dich kurz, noch ein ganz Plus. kurz. Stopp mal, wir haben die Naturmagie Achso. vorher nicht zurückgegeben, Doch, oder? hab ich Doch, letzte haben Runde wir. von Okay. Strong of Winning gegeben. Ja, jetzt habe ich auf die falsche Taste gedrückt, jetzt habe ich mich natürlich nicht gehört. Ich werde mit dem Ride the Wind quer durch den Raum rennen und zwar hinter den Archer. Hinter den Archer. Habt ihr das jetzt gehört? Ja. Ja. Und den Flame Strike werde ich vorher nehmen. Der macht, ich habe plus 1 durch den Hardmer, sind ein Schaden von 4 und er macht eine Wunde. Das heißt, sinnvollsten ist wahrscheinlich, dass ich den Bandit Guard angreife, weil wie viele Punkte hat er noch? 5, oder? Ja. Ja. Weil dann kriegt er, wenn er 4 Schaden kriegt, ist er nächste Runde tot mit der Wunde. Ja. Was sagt ihr? Ist das okay? Und ich bewege Das mich dann finde ich quasi, klingt sehr gut, ich ja. bewege mich dann quasi hierher. Ja, da Neben die bist du Tür. Die nicht Tür in ist dem dann eh noch nicht Fokus. offen, wenn ich neben der. Die Tür ist Nein, eh noch die nicht ist offen, wenn weiter ich. geschlossen. Okay, gut. Ich muss direkt auf die Tür. Weil dann muss ich nicht mehr durch den Raum durch und bin nicht mehr in der Reichweite von der zweiten Ancient Artillery. Okay. Dann tue ich das jetzt. Aber ich glaube, du wirst im Fokus von der Warte anderen mal. Artillerie sein. Ja, Genau. wahrscheinlich. Warte mal ganz kurz. Ja. Andere Vorschläge? Ich mache im Übrigen nachher auch eine kurze Rast, oder wie heißt das? Ja, kurze Rast. Sonst kann ich nächste Runde nichts spielen. Ride the Wind wirst du verlieren halt. Ja, das ist okay, das ist Aber du eingeplant. hast eh noch, ja, ich weiß schon, du hast geplant. Du hast vor, dich nächste Runde auch noch einmal angreifen zu lassen, bevor du dann aktivierst, dass du die Lost-Karten zurückkriegst. Ich werde nächste Runde zwei Karten haben. Eine davon holt mir alle meine Lost-Karten zurück. Naja, Ich wenn du werde schaffst, schauen, zweimal angegriffen zu dass ich werden, zweimal angegriffen werde davor. ja, das wäre super, wenn du das zusammenkriegst. Oder Ganz kurz noch. Ich würde die Runde in den Raum reinspazieren. Euch überholen. Ich würde mich bei den Archer und beim Guard dazwischen, also mehr oder weniger dazwischen stellen. Und beide annähernd, nein, beide würde ich vernichten, solange keiner beim Guard bleibt. keine Sorge, ich Ist doch bleibe nicht erlaubt, beim gewesen. Guard. Und wie Michi, schon es gesagt, wäre es kann sehr sein, dass der wichtig für Guard. mich, wenn du früh dran wärst mit diesem Manöver. Okay. Ich werde ziemlich früh dran sein. Ziemlich Okay, ja, okay. das ist gut genug. Gut, Mehr lasse dann ich eh. ziehe ich Aber jetzt nicht ganz so früh. Also, was das ist so ist in der in Ende der mir überhaupt frühen nicht zu. Grrr. Mal. Weil ich bin immer noch im Fokus von dem Bandit Archer 2, der genau einen Lebenspunkt hat und werde noch eine Karte verlieren, wenn der mich angreift. Okay, wir So, machen mal darf ich René's jetzt meinen Zug. Wir Angriff machen mal machen? René's Zug. Gut. Okay. Na, vielleicht ist dann der Bandit
Bandit Guard sowieso kaputt. Vielleicht aber auch nicht. Oh Na? ja, warte mal, der Zug ist ja noch nicht am. Ah, so ein Käse. Was? Ich schau dir zu, René. Meine Ah, Hand hat genauso nicht ich das scheitere Maß, an was diesem du willst. depperten Ding. Wieso Soll ich geht dir das helfen? nicht? Ich kann das nicht Das, nur in der vorhin Anschaut ist es A. Du viel kriegst besser ein plus 0. gegangen. Ja, super. Das war, ihr seid Vier schuld Schaden und daran. eine Wunde. Auf den. Ja, Welchen? Auf den auf Bandit Guard. den Bandit Guard. Das heißt, er ist auf 1 und hat eine Wunde. Das heißt, Stimmt. nächste Runde, wenn ich dran bin oder wenn er dran ist, ist er eigentlich tot. Wenn er dran ist. Darf er dann noch einen Angriff machen? Ich schaue das jetzt gleich Ja. nach in den Regen. Bergeshände. Du verbrauchst das Feuer übrigens, wenn du es noch nicht machst. Okay. Und ich Erledigt. produziere noch einen zweiten, noch eine zweite Luft. Bleib dabei. Mach mal deinen Jump-Befehl ruhig. Bewegt, genau. 8 Felder bewegen. Ah, hat er schon. Gut, und von den zwei Karten ziehe ich jetzt eine zufällig, die kommt auf den Lost Karten, Lost Pile, und die andere nehme ich mir in die Hand. Sehe ich das richtig? Was für zwei Karten? Ich habe da noch zwei Karten auf dem Discard Pile. Eine davon ziehe ich zufällig. Wie mischt man R? Achso, für Short Rest. Genau. Genau, mach R, nimm die erste, nimm eine vom Stapel, die gibst du weg, Wenn die ich andere nimmst du schaffe. schon. Aber was, wir sind noch gar nicht so weit, oder? Sind wir schon durch mit Zug? Ich war der Letzte. Ja, Ah, er ist schon okay. durch. Ja. Ja, wir müssen nämlich ein paar Decks mischen, das Monster-Angriffs-Deck, auf jeden Fall. Ja, das mache ich dabei. Ja, nicht so. Benni? Ja? Ich hab schon checkt. Ich mache die Benni? Energien. Ja. Was hast denn du jetzt vor? Im nächsten Zug nicht allzu viel. Ich muss meine ganzen Karten zurückholen. Also ich Die komme früh Information für dran alle. und ich Die werde auf Guard, den Archer draufhauen, die schreibt Wunde von der Guard wird aktiviert, wenn sie drankommt, bevor sie irgendwas macht. Das heißt, die Guard stirbt, bevor sie was machen kann, sobald sie von der Initiative her dran ist. Ja, verdammt, ich Die bin ist aus für dem uns also Spiel rausgeflogen, deswegen. nicht mehr relevant. Ich werde, das ist ein guter Zeitpunkt, um meinen Streamer mal, um meine Aufnahme mal zu enden, weil das sind eh schon 40 Minuten. Und ihr müsst ein bisschen warten, bis ich wieder im Spiel bin.